Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zur Let's Play Jack 2. Zwei Missionen pro Folge. Ich glaube, wir sollten uns langsam daran gewöhnen, dass wir dieses Pensum nicht mehr halten werden können. Denn ihr habt es bereits in der letzten Folge gesehen, der Schwierigkeitsgrad der Missionen zieht bereits jetzt schon um einiges an. Und ich merke so langsam, warum ich dieses Spiel so ärgerlich in Erinnerung gehabt habe. Sehr schön. So, unser nächstes Ziel ist es jetzt erstmal wieder zurück zu Crew zu fahren. Dem sagen wir Bescheid, dass alles klar gegangen ist, mehr oder minder. Die Metallschädel anbelangt. Sein Kollege da, ich habe seinen Namen jetzt gerade schon wieder vergessen. Ich glaube, der wurde auch bis jetzt... Wurde der bis jetzt genannt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird er noch wichtig, das kann ich euch sagen. Mit dem Pappkameraden werden wir nicht das letzte Mal zu tun gehabt haben. Ohne jetzt in die Spoilerkiste greifen zu wollen. Und ich habe hier wieder Rambazamba angezettelt, wie man es mittlerweile zu Beginn einer Folge, wenn ich Auto fahre, Zoomer fahre, nicht anders gewohnt ist. Wir sollten auch mal gucken, wie viele Metallschädel haben wir überhaupt jetzt gerade. Kann ich das hier... Natürlich kann ich das nicht sehen. Das sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten, denn bei 25 Metallschädeln können wir bereits schon zu dem Precursor-Altar zurückfliegen. Und uns dort... Ich weiß gar nicht mehr, was haben die gegeben? Power-Upgrades, glaube ich, haben die gegeben. Auf jeden Fall können wir uns die da abholen. Wir müssten die 25 auch schon komplett haben. Ist aber kein Problem. Wenn wir nochmal in der Nähe des Hafens sind, werden wir sie auf jeden Fall, wenn wir sie jetzt noch nicht haben, komplett haben. Die 25 Stück. Und dann können wir die direkt in einem Fluss abgeben. Wir werden die Dinge auch häufiger besuchen. Natürlich belassen es die Altare nicht nur bei 25 Stück. Wir wissen ja bereits, dass die gierige Schlunde sind. Yo, da kann ich jetzt nichts für, mein Freund. Du hattest leider den kleineren Zoomer. Das war ein 1:1 Duell. Was ich mich gerade frage ist, war da nicht einer von Baron Praxis Wärtern drauf, wenn ich mich recht entsinne? Oder bin ich gerade zu müde und habe einen Augenfehler? Falls ja, wundere ich mich gerade, dass ich die ganze Mannschaft wieder nicht im Kreuz habe. Aber kann auch sein, dass ich mich wegen der Farbe ein bisschen versehen habe. Weil normalerweise sind die Wächter von Praxis immer in diesen roten, dicken Zoomern unterwegs, die dementsprechend auch bewaffnet sind. Ich glaube, das war ein Passant, ja. Weil normalerweise sind die halt immer in bewaffneten Zoomern unterwegs. Damit sie halt bei Stress... ich glaube, unser Zoomer hat seine besten Tage hinter sich gehabt. Nee, da war da gerade einer in einem kleinen Zoomer unterwegs. Ich weiß es nicht. Müsst ihr mal gucken im Video. Oder muss ich mir mal selber im Video angucken, ob das einer von den Jungs war. So, den Wärtern sollten wir jetzt nicht unbedingt die Zoomer klauen. Ist nicht sehr ratsam, wenn ihr hier Incognito weiter wollt. Ja, und ihr seht es gerade. Es gibt auch einen Tag-Nacht-Rhythmus hier in Jack 2 dieses Mal. Den gab es aber, glaube ich, auch schon in Precursor Legacy. Oder? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber hier gibt es den auf jeden Fall. Mittlerweile ist es Nacht. Und es gibt keine wunderbare Zeit, sich nochmal einen schnellen Feierabend-Cocktail zu gönnen. Nicht wahr, Dexter? Natürlich verbunden wieder mit Arbeit. So, Crew, was geht ab? Ihr Jungs seid ja ganz brauchbar, hä? Ich habe eine neue Aufgabe für euch. Früher, bevor der Baron dort alles abgesichert hat, war die Kanalisation meine beste Schmuggelroute. Und bevor du wegen deiner vielen kleinen Snacks nicht mehr durch die Haustür gepasst hast. Ich wette, du hast wieder einen brillanten Plan in deinem gierigen kleinen Hirn ausgebrütet. Also, wen oder was sollen wir jetzt fertig machen, umhauen oder hochjagen? Naja... Ich brauche jemanden, der alle Wachkanonen in der Kanalisation lahmlegt. Wenn ihr das schafft, bekommt ihr einen Waffenbonus. Lass mich raten. Dunkles, trübes Wasser? Ein Gestank schlimmer als dein Atem nach einem Dutzend Austern? Mehr Metallschädel als Essen auf deinen Teller passen würde? Und natürlich tödlichere Waffen als deine super scharfen Feinripp-Unterhosen an einem heißen Sommertag? Hör mal, Vielfraß, warum schweben wir nicht mal gemütlich hier rum und du kümmerst dich um die Abflussrohre? Wir tun gar nichts, bevor du uns nicht sagst, warum die Metallschädel mit den Streitkräften des Barons handeln. Ich sollte euch beiden die Kniescheiben wegschießen lassen. Ich weiß nur, dass der Baron notgedrungen einen Deal mit dem Anführer der Metallschädel gemacht hat.
Die Metallschädel brauchen Echo, also versorgt der Baron sie regelmäßig damit. Im Gegenzug halten die Metallschädel die Stadt in Schach, sodass die Herrschaft unseres ehrenwerten Barons unangetastet bleibt. Ja, aber wie lange wird dieser Deal wohl halten? Nun ja, dem Baron geht das Echo aus, ne? Und die Metallschädel haben nicht viel Geduld. Baron Praxis braucht diesen Krieg, um an der Macht zu bleiben. Andernfalls würde die Stadt den wahren Regenten auf den Thron setzen. Wo auch immer dieser Bengel steckt. Wir kümmern uns um die Kanalisation, aber denk daran, dass du uns einen Waffenbonus versprochen hast. Ihr Blutsauger. Man kann über Crew sagen, was man will, aber im Gegensatz zu Thorn bezahlt der Junge uns auch. Wir haben wirklich was von den Aufgaben, die wir für ihn erledigen. Gut, er hat jetzt auch nicht den Sympathiebonus, dass er für einen Untergrund kämpft. Aber ihr habt es jetzt gerade gehört. Crew hat uns erzählt, warum Baron Praxis mit den Metallschädeln gemeinsame Sache macht. Es ist politisch. Es gibt hier wirklich politische Gründe, wenn man jetzt nochmal an The Precursor Legacy zurückdenkt. Ein Verlauf der Handlung, die man so nicht erwartet hat, wenn man sich damals Jack 2 auf gut Glück, weil man den ersten Teil so mochte, gekauft hat. Ja. Und ich muss sagen, ich finde es ultra sympathisch. Ich feiere das. Wir lassen es jetzt aber erstmal so stehen. Hinter der ganzen Baron Praxis und der Metallschädelkiste steckt natürlich noch viel, viel mehr, als Crew uns jetzt auf dem ersten Satz gesagt hat. Und ich überfahre wieder hilflose Passanten. Wie gesagt, dem passiert nichts, Leute. In Haven City ist das mit den Passanten folgendermaßen. Wenn die überfahren werden, kommen die in ein Krankenhaus, dann... Wenn die überfahren werden, kommen die in ein Krankenhaus, da kriegen sie dann lecker Eis, so wie bei einer Mandelentzündung. Und ja, das war's dann auch. Mehr ist da nicht. Oh, ich bin gerade an der Kanalisation vorbeigedrescht. Ah, einen Moment mal eben. So, dann geht's in ein neues Außengebiet. Ich hoffe, das Teil geht noch schnell auf, damit wir Ruhe hier haben von dem ganzen Palaver, der in der Stadt gerade vonstatten geht. Ich bin nicht dran schuld. Ja, sie verlassen Sicherheitsgebiet. It's a dangerous zone, my friend. So, die Kanalisation fällt auch jetzt wieder ein bisschen größer aus. So, gucken wir mal, was für eine Scheiße die Stadt hier so hier unten produziert hat. Erstmal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Das erinnert sehr an, ich glaube, an... Aua! Ich glaube, die an Atlantis war das, ne? An die Atlantis-Stadt in... an die Atlantis-Stadt in Precursor Legacy. Wow. Hochaggressive Metallschädel. Fucker, jo. Meine Güte, kriegst du ja einen Schreck. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Ich meine, mich umbringen, Leute, das kann ich verstehen. Aber jetzt hier einen auf Jumpscare zu machen, da bin ich ja kein großer Fan von. Atmosphärisch, auf jeden Fall. Ja, also was die Vielfalt der Orte anbelangt, da kann man nicht meckern. Oh, hier ist eine Masse von Metallschädeln unterwegs. Hauen wir den mal einen vor den Schädel. Dann werden sie sehen, was sie davon haben und wie metallisch ihre Birne dann noch ist. Ach, herrlich, Leute. Ich feiere das. Ich habe richtig Spaß wieder an dem Spiel. Ich hoffe hier auch... an dem Let's Play. Auch wenn ich gerade, ne... Man muss sich hier echt hart konzentrieren beim Game. Ich bin noch nicht so 100% reingekommen. Es passieren mir immer noch ein paar Fehler, die nicht sein müssen. Aber ja, das... Man merkt halt so langsam, aber sicher zieht das Ganze hier vom Schwierigkeitsgrad immens an. Shit. Da hätte ich nicht lang gehen sollen. Wir hätten vorher die Kanone da oben zerstören müssen, glaube ich. Ja. Ach du Scheiße. Na Jungs, habe ich euch bei irgendwas gestört? Ja. Perfekt. Und die Party kann starten. Nur, dass wir nicht eingeladen waren, wie es aussieht. Naja, mir egal. Hauptsache, ich habe hier erstmal einen Haufen Metallschädel. Wie viele haben wir? 40. Also wir können schon lange unser nächstes Upgrade besorgen. Ja, wäre doch perfekt. Wenn wir dann die Kanalisation durch haben, kriegen wir nicht nur ein Waffen-Upgrade von Crew, sondern können uns direkt dann bei der Precursor-Statue das andere Upgrade holen. Aber ich glaube, ich habe keine Möglichkeit mehr zu backtracken, ne? Ja, wir hätten die andere Kanone vorher kaputt machen müssen. Sollten wir uns merken. Da war meine Neugierde leider wieder ein Dorn in unserem Gameplay. Dadurch haben wir jetzt eine Kanone da hinten liegen gelassen. Super. Was sagt man da? Zwei Schießanlagen. Gut so.
Genau, das sagt man. Und ein wenig Schwund ist immer. Ja, super. Jetzt haben sie mir das Licht ausgemacht, die Ratten. Autsch. So. Wo ist... Ich wollte gerade sagen, jetzt bescheiß mich nicht um meine Metallschädel hier. So. Ich hoffe, dass ich nochmal oben lande. Nein, wir landen, oder? Ist das... Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ist das jetzt oben oder sind wir jetzt im Zwischenraum vor der Kanone gelandet? Nee, ist wieder oben. Die vier Kanonen sind wieder da. Seht ihr das? Ja, ja, die Kontrollpunkte in Jack 2. Wir lieben sie alle. Aber in dem Fall ist das diesmal sogar ein bisschen hilfreich. So, zack. Weg, mein Freund. So, den Jumpscare-Metallschädel lassen wir jetzt Metallschädel sein. Ja, super. In der Grütze wollte ich jetzt nicht unbedingt baden. Ist in der Kanalisation jetzt nicht das Intelligenteste, was man machen sollte. So, Munition wieder aufbessern. Halt! Das Medipack nehme ich... Medipack. Wir nennen die Dinger jetzt Medipack. Ist mir egal. Wir sind zwar nicht bei Tomb Raider, aber wir nennen es jetzt Medipack. So, nehme ich mit. Lasse ich nicht liegen. Aber das hier geht wirklich im Vergleich zu der Mission in der letzten Folge. Weil wir hier wenigstens wieder auf uns allein gestellt sind. Nicht wahr, Dexter? So, aua. Ja, daran zu kommen wird jetzt aber keine einfache Aufgabe. Hier wieder... Na, guckt euch diese Schweinerei an. Wie das Ding extra noch wartet. Ich danke dir, Crew. Statt mit deinem fetten Hintern da hinten rumzusitzen, kannst du mal einen deiner Kollegen losschicken, damit er uns wenigstens Medipacks mal herbringt. Denn wenn wir jetzt einen Hieb nochmal abbekommen, ist schon wieder Geschichte vorbei mit uns. Sehr schön. Ich muss ein bisschen vorsichtiger hier spielen. So, erstmal hier wieder die Party auseinandertreiben, bei der wir nicht eingeladen waren. So, es gibt ein Metallschädelbuffet, Kinder. Kommt alle her. Ist genug Metallschädel für alle da. So, apropos für alle da. Ich hoffe, es ist auch ein bisschen Lebensenergie für mich da. Oh Gott, thanks, ja. Ah, Freunde, das wird später noch so unappetitlich. Das ist alles hier noch Kindergarten in dem Vergleich, was uns erwartet. Fuck, da kickt der mir voll in die Fresse. Heftig, ey. Nicht eine Millisekunde mal kurz nachdenken und innehalten. Nein! Shit. Ja, wenn er uns jetzt nochmal erwischt, ist Feierabend, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Oh, ist das dreckig. So, ich habe ja damit gerechnet, dass ich viel schneiden werde in diesem Let's Play. Aber schon in der vierten Folge so oft, das ist, ja, unerwartet, würde ich mal sagen. So, aber diesmal sieht's mit unserer Lebensenergie auch um einiges besser aus. Ja, jetzt ist natürlich hier die Scheiße wieder aus. Was wollte ich sagen? Genau. Man merkt aber, je öfter ihr die Gebiete spielt, desto besser werdet ihr. Also es ist nicht so, dass in diesem Spiel keine Lernkurve existiert. Oder dass es ultra unfair ist. Ja! Außer es sind solche Stellen da. Verdammte Axt, komme ich da jetzt irgendwie nochmal hoch? Ja. Vielleicht von hier, wenn ich das richtig sehe. Bin hier, glaube ich, noch nie runtergefallen. Ja, gibt für alles ein erstes Mal, ne? Verdammt. Ach, hier komme ich hoch. Warte mal, aber wenn wir sowieso hier unten sind, das ist eigentlich prädestiniert dafür, hier noch ein Precursor-Ei irgendwo zu verstecken. Aber wie es aussieht, wäre auch gemein, wenn hier unten ein Precursor-Ei wäre. Aber okay, ich traue Naughty Dog sowieso alles zu. Da, den Namen haben wir ja schon mehr als ausführlich im ersten Teil analysiert. Nein! Was soll die Rotze, Alter? Oh, jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los, ey. Oh, Jack. So. Jetzt im Takt. Ja. Ja! Ich könnte so kotzen, Alter. Das ist nicht wahr. Oh, Freunde, ich lobe dieses Spiel nie wieder. Immer wenn ich es mache, geht irgendwas... Ja, es geht irgendwas schief, ey. Es ist unfassbar. Es geht schon los. Es geht wirklich schon los. Ja, jetzt sieht es natürlich scheiße mit unserer Lebensenergie aus. Ich muss mich mal kurz konzentrieren, Leute. Ich halte mal eben kurz die Fresse.
Alter. Klasse Leistung, Jungs. Ihr habt alle Schießanlagen zerstört. Kommt jetzt zurück zum Epoch. Crew, du bist ein Endassi. Ich hoffe, der Waffenbonus, der war es auch wert, ey. Du bist ein richtiger Endassi. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir auf dem Rückweg jetzt nicht noch sterben. Weil hier... Nein! Boah, du Drecksvieh, Alter. Scheiß Lurker. Hoffen wir jetzt, dass wir auf dem Rückweg nicht sterben. Denn ihr seht es gerade, hier sind noch Metallschädel, die ich natürlich einsammeln möchte. So, zack. Und zack, betrügt mich hier jetzt nicht um meinen zweiten Metallschädel. So, jetzt sollten wir wieder, genau, am Anfang des Gebietes rauskommen. Und das war's mit der... Nee, falsche Richtung. Das war's mit der Kanalisation. Zumindest mit diesem Abschnitt der Kanalisation. So, komme ich hier jetzt auch wieder raus aus dem verkackten Laden. Keine Ahnung, wie lang die Folge hier wird. Ich musste hier wieder so viel schneiden. Also wenn sie zu kurz oder zu lang wird, entschuldigt dies an der Stelle. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal zur Crew kurz rennen. Und, ja, die nächste Mission direkt mal einpacken. Beziehungsweise den nächsten Waffenbonus. Ich bin gerade am überlegen, wollen wir das in dieser Folge... Nee, wir fliegen später zu dem... Autsch! Wir fliegen später zu dem Precursor... Zu der Precursor-Statue. Mann! Das gibt es alles nicht. Ja, man merkt, mein Puls geht langsam höher. Die Nerven werden blanker. Und das bereits in der vierten Folge. Also spätestens hier wisst ihr, worauf... Alter! Guck nach vorne, Mann, ey. Rechts vor links, du Assi. Ja, ich weiß, er war rechts. Aber ist egal jetzt. Hauptsache, ich hab recht. Darum geht's gar nicht hier. Ja, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Überlegt euch das gut, ob ihr das hier... Alter, ob ihr das hier weiterverfolgen wollt. Ist mir sowas von Latte gerade. Ich flieg über alle drüber. Sollen sie sauer sein, sollen sie piss sein. Wenn sie mir quer kommen, dann komme ich denen richtig querer. Noch querer als quer. Noch querer als square. Mhm. Woran merkt man, dass Wishes Nerven im Arsch sind? Richtig. Er redet höheren Schwachsinn, als es nicht sowieso schon in Let's Plays tut. Ah, richtig. Das ist so die allgemeine Reaktion der Zuschauer. Ah, wow. Ja, Dicky wollte ich jetzt nicht unbedingt überfahren. Der hat schon so ein hartes Leben. Da muss jetzt nicht noch irgend so ein Idiot mit einem Ocelot auf der Schulter um die Ecke kommen und ihm, Alter, und ihm das Leben noch kaputter machen. Kriegen wir jetzt endlich unseren Beruhigungsdrink? Den habe ich nämlich gerade... Ja, fick dich. Den habe ich nämlich gerade bitter nötig, Kuh. Kein Bock, hier noch mehr Arbeit für dich zu machen. Was ist das für ein Gestank? Na, toll! Wir machen für dich die Drecksarbeit in der Kanalisation und riechen noch schlimmer als ein nasser Hip-Hop. Das könnte uns glatt die Chancen bei den Ladies vermasseln. Nein. Ich glaube, das war mein Mittagessen. Gute Arbeit da unten. Schätze, ihr wollt jetzt den versprochenen Waffenbonus. In einer Kiste auf der Schießanlage ist ein Booster für eure Waffe. Findet ihn und er gehört euch. Warum habe ich geglaubt, dass wir ihn jetzt einfach in die Hand gedrückt bekommen? Ich sag ja, ich lob niemanden mehr hier. Ich lob das Spiel nicht mehr. Autsch, das war dumm. Denn sobald ich nur das Wort Lob in den Mund nehme, geht hier alles schief, als wenn es das Spiel mit Absicht tut. Verflucht, Leute, verflucht. Vielleicht ist so eine interne Sprachfunktion hier drin versteckt, von der ich nichts weiß. Kann ja sein. So, hier ist unser Update. Nice. Im Endeffekt ist es eine neue Waffe. Der Blaster ist eine gute Allround-Waffe mit ordentlicher Feuerkraft. Für diese Waffe brauchst du mehr Zielgenauigkeit. Du kannst den Waffenmodus jederzeit ändern. Ja, stimmt. Die Blender müssen schnell sein. Du kannst deine Angriffe kombinieren, indem du erst trittst und dann deine Waffe abfeuerst. Tritt gegen das erste Ziel und schießt, während du trittst, um automatisch das zweite Ziel zu treffen. So, ihr habt gerade gesehen. Oh, geht jetzt schon los. Nicht ganz. Versuch's nochmal. Tritt und schieß fast gleichzeitig. Ach so. Möchtest du dich mal auf der Schießanlage versuchen?
Ja, das machen wir gleich sofort. Aber ja, ihr seht's, im Endeffekt, er nennt es zwar verschiedene Waffenmodi, aber für mich sind das zwei verschiedene Waffen. 4 Stück kriegen wir, glaube ich, hier. Oder mehr? Also 4 auf jeden Fall. Gut, dann machen wir nochmal den Schießstand-Test. Ich würde gern machen. Ja. Komm. Müssen wir zwar nicht, aber why not? Kann ja nicht schaden. Ihr seht gerade, mit dem Teil ist auf jeden Fall auf Entfernung besser zu zielen. Um einiges besser. Jetzt müssen wir auch nicht mehr so nah an die Gegner rangehen und die halb knutschen. Das macht... jetzt ist voll Randale hier. Das macht das Spiel teilweise natürlich einfacher. Ha! Hab ich dich erwischt, du Sau. Wolltet ihr euch verstecken? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, viel zu schnell. Was, wer, wo? Mach kaputt da! Nein! Okay, hier habe ich gerade voll verhauen. Wortwörtlich. Alter, was geht hier ab? Ich bin zu müde für so einen Scheiß. Viel zu müde für so einen Scheiß. Ja, genau. Was zum Fick? Nein, ich will doch nicht die Passanten erschießen. Jack, was ist los mit dir? Die 2 Jahre Quälerei haben dich ein bisschen sadistisch gemacht. Kann das sein? Ja, ich merke das gerade. Tot. Alter! Die sind ja schlimmer hier, die Passanten, als in GTA. Was ist hier los? Hallo. Feuerwehr. Ja, ihr habt richtig gehört. Feuerwehr. Was ist hier los? Da. Was? Der war noch nicht mal in meiner Nähe. Das ist doch Verarsche hoch 10. Wir kriegen hier noch nicht mal Bronze zusammen. Nein! Was machst du denn? Einmal ein Profi bei der Arbeit. Ihr seid live dabei, wie man es nicht macht. Ah, ist mir so egal. Randale. Ja, genau. Fuck, yo, mein Freund. So, haben wir einmal geübt. Ist mir egal. Ich scheiß auf deine Bronze. So, ich würde aber sagen, dann haben wir doch das Pensum von 2 Missionen in einem Part geschafft. Steck mal die Waffe weg, Jackie. Kann die Waffen immer wegstecken. Doch, da. So, dann... Nein, böse. Dann würde ich mal sagen, an der Stelle machen wir das nächste Mal weiter, wenn es weitergeht mit Let's Play Jack und Dexter 2. Bis dahin, Freunde, haut da rein. Ich wünsche euch was. Euer Urschiss.